Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Berger, kommen wir doch noch einmal zurück zum aktuellen Anlass. Tatsache ist doch, dass 22 Hochschulen in Deutschland offensichtlich für das Pentagon Auftragsforschung übernommen haben. Und darüber, das haben Sie selber eben zitiert, haben in den vergangenen Tagen etliche Medien berichtet. Darunter wurden auch drei nordrhein-westfälische Hochschulen genannt. Und Tatsache ist auch, dass Deutschland bei den weltweiten Rüstungsexporten ganz oben im Ranking steht. Auch darüber wurde in den vergangenen Wochen viel berichtet. Und es mutet schon zynisch an, wenn die Uni München davon spricht, sogenannten sauberen Sprengstoff für die Militärforschung zu entwickeln. Es gehe schließlich darum, Sprengstoff umweltverträglicher zu machen. Das ist natürlich Auftragsforschung aus dem US-Verteidigungsministerium. Aber die Frage stellt sich doch, wie gehen wir mit dieser Tatsache um? Herr Berger, Sie haben den Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz genannt. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die sogenannte Wissenschaftsfreiheit sichert unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein individuelles Recht, auf dem Gebiet zu forschen, auf dem sie forschen wollen. Das lässt sich nicht per Gesetz verbieten, und das hat aber auch niemand vor hier in Nordrhein-Westfalen. Es besteht jedoch ein Grundkonsens in Deutschland auch zu einer friedlichen Ausrichtung der Gesellschaft. Dieses Ziel ist an vielen Stellen auch im Grundgesetz verankert. Und aus der Friedensfinalität des Grundgesetzes und dem herrschenden gesellschaftlichen Meinungsbild leiten wir unsere Forderung nach einer allgemeinen Zivilklausel im Hochschulgesetz ab. Flankiert werden soll diese Selbstverpflichtung mit einer strikten Transparenzpflicht, auch für Drittmittelströme. Auch das ist wichtig in der Kombination. Auch das wollen wir im neuen Hochschulgesetz verankern. Forschungsthema, Fördervolumen und Geldgeber von Drittmittelprojekten, die müssen öffentlich gemacht werden, auch wenn die Hochschulen das teilweise nicht so gerne wollen. Die Öffentlichkeit und der Gesetzgeber haben ein Recht darauf zu erfahren, auf welchen Gebieten die öffentlich finanzierten Hochschulen tätig sind, auch bei Drittmittelprojekten. Und insofern können wir im Hochschulgesetz einen klaren Auftrag festlegen, der die Gewissensfreiheit von Forscherinnen und Forschern respektiert, aber die Verantwortung mit der Auftragsforschung gleichermaßen groß schreibt. Die Ausgestaltung des Friedens- und Nachhaltigkeitsauftrags überlassen wir der Autonomie der Hochschulen, Herr Berger. Die in der Tat bestehende Problematik, dass es eine Grauzone gibt, die sogenannte Dual-Use-Problematik, in der Forschungsergebnisse sowohl zu zivilen als auch militärischen Zwecken genutzt werden können, muss dann immer im konkreten Fall diskutiert werden. Hier gibt es keine Patentlösung. Ich gehe aber davon aus, dass die Hochschulen entscheiden werden, dass solche Diskussionen auch künftig im Senat geführt und dort entschieden werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Diskussion wirft aber eigentlich noch weitergehende Fragen auf. In den letzten Jahren haben wir verschiedentlich Diskussionen über die Finanzierung von Drittmittelprojekten und Tätigkeiten von Stiftungsprofessuren geführt. Und unter dem Strich sind wir uns doch alle einig, dass die Wissenschaftsfreiheit nicht durch unzulässige Einflussnahme privater Förderer beeinträchtigt werden darf, weder bei der Besetzung der Stellen noch bei der Auswahl von Forschungsthemen oder Lehrangeboten und auch nicht bei der Entscheidung darüber, was veröffentlicht werden soll. Darüber haben wir im Ausschuss ausführlich diskutiert, und auch der Stifterverband hat sich ja mit diesem Thema beschäftigt. Unabhängigkeit, Freiheit von Forschung und Lehre, Transparenz, Schriftform und Verzicht auf Beeinflussung, das sind die Kriterien der Empfehlungen des Stifterverbands bezüglich der Einrichtung von Stiftungsprofessoren durch private Förderer. Und dies gilt es, an allen Hochschulen nach gleichen Standards umzusetzen, damit die Wissenschaftsfreiheit auch an dieser Stelle nicht beeinträchtigt wird. Und im Übrigen, das möchte ich auch gerne erwähnen in diesem Zusammenhang, hat auch der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 2011 dazu Stellung bezogen. Unter anderem hat er sehr deutlich gemacht, die Grenze des Zulässigen werde überschritten, wenn die Stifter derart weitreichenden Einfluss auf Forschung und Lehre nehmen könnten, dass sich die Tätigkeit der Stiftungsprofessur einer Auftragsforschung zugunsten der Stifter annähere. Eine Beeinträchtigung der Wissenschaftsfreiheit müsse insbesondere dann befürchtet werden, wenn die Stifter von Anfang an entscheidenden Einfluss auf die Einrichtung der Professur hätten. Zitat Ende.
Und wenn Sie jetzt wieder, und das haben Sie ja eben gemacht, Herr Berger, mit Ihrer notorischen Klage über die Unterfinanzierung der Hochschulen um die Ecke kommen, auch Frau Freimuth macht das wahrscheinlich gleich, dann kann ich nur sagen, es ist mitnichten so, dass unsere Hochschulen auf diese Drittmittel, von denen jetzt in diesem Beitrag die Rede war, existenziell angewiesen sind. 10 Millionen US-Dollar verteilt auf 22 Hochschulen und 13 Jahre, das sind nicht einmal 26.000 Euro pro Jahr und Hochschule. Die Drittmittelfinanzierung ist für die NRW-Hochschulen in der Tat ein wichtiges Standbein. Aber auch in Richtung Piraten, der Stifterverband, die DFG und das Statistische Bundesamt geben ja regelmäßig die Zahlen zum Anteil der Drittmittel an Hochschulen heraus. Und für das Jahr 2011 können wir festhalten, bezogen auf die gesamten Einnahmen der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen machen Drittmittel 27% aus. Jedoch stammt nur ein knappes Viertel der Drittmittel aus privaten Quellen. Das heißt, private Drittmittel machen rund 7% der gesamten Hochschulmittel aus, die Hochschulmedizin eingeschlossen. Und dass das Land auch in finanzieller Hinsicht seiner Verantwortung gerecht wird, das haben wir ja bereits am Mittwoch in der Haushaltsdebatte schon ausführlich diskutiert. Der Gesamtetat im Wissenschaftsbereich, ich muss das jetzt eigentlich nicht immer wiederholen, der wächst in diesem Jahr auf fast 8 Milliarden Euro. Davon erhalten die Hochschulen über 4,8 Milliarden Euro, die Innovationsförderung in Höhe von knapp 730 Millionen Euro noch nicht eingerechnet. Über 1 Milliarde Euro kommen für die Medizin dann noch hinzu. Die Hochschulen haben so viel Geld zur Verbesserung von Studium und Lehre wie nie zuvor. Das heißt, auf das Geld des Pentagon kann die Wissenschaftslandschaft in NRW vor diesem Hintergrund jedenfalls gut verzichten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seide. Für die FDP-Fraktion spricht die Frau Kollegin Freimuth.